überprüf mal heute für dich, ob dir das auch schon aufgefallen ist. Weil viele Menschen, die schauen immer wieder, was kann denn passieren, was ist denn etwas, was da im Raum steht, im Weg oder wo sie jetzt gerade sich mit beschäftigen, anstatt mal ins Handeln zu kommen, in die Umsetzung und die Voraussetzungen dafür zu erfüllen, herauszufinden, was ist denn grundlegend, wenn man es gemacht hat. Aber man kann natürlich den ganzen Tag sich irgendwo hinsetzen und darüber grübeln, was passieren kann, wenn man es macht, anstatt mal wirklich tatsächlich das herauszufinden für sich, wo es letztendlich drauf ankommt. Und dann merkt man, da ist gar nichts dran, weil es bleiben meistens nur Gedanken da, wo man sich mit aufhält. Und wenn man wirklich für sich herausfindet, da ist gar nichts dran, da ist gar nichts dabei, dann löst das und lockert das genau diese Bedenken, diese Ansätze, die man verfolgt hat, und die verschwinden. Die lösen sich mehr oder weniger Luft auf. Da solltest du mal drüber nachdenken und dir die wirklichen Fragen dazu stellen, was hält dich auf, um das, was du eigentlich beabsichtigst, umzusetzen. Und wenn du so weit gehst, wenn du für dich herausgefunden hast, das ist alles überhaupt keine große Herausforderung, dann fangen wir jetzt mit an. Und finde den Weg für dich, wie man es am besten und am schönsten umsetzen kann, damit das auch immer wieder Anklang findet. Teile es mit anderen Menschen, die es hören und wissen müssen. Und das ist eine wirkliche, schöne Eigenschaft, wenn du das auch mal für dich umsetzt. In diesem Sinne, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao.